schon mal die Olympischen Winterspiele gehabt. Jetzt Nervenkitzel bei Formel 1 und auch in den Hockey-Playoffs. Ganz spannend, Herr Herr. Zwei Runden sind gespielt bei unseren Zürcher Clubs. Fängt heute alles wieder bei 0 an, dann im Z2N, ZSC gegen Zug. Wir haben wieder gut Fleiss gegen den Hotzer, wo es steht, ausgeglichen 1:1. Obwohl sich momentan ZSC-Fans mehr Sorgen machen müssen, denn nach dem ersten ist im zweiten Spiel vom Donnerstag der Wurm drin gewesen, die Leidenschaft hat gefehlt, das Team und Jean Simpson ist nicht wirklich parat gewesen und irgendwie ein bisschen durcheinander, Dino Kessler. Ja gut, eben die Verunsicherung ist wahrscheinlich grösser als der Mut von der eigenen Courage. Oder sie wollen schon, das sagen ja nicht, mehr wollen, aber es gelingt mir einfach nicht, die Barrieren zu durchbrechen. Also, da muss man einfach einen Schritt vorwärts machen und das Heft in die Hand nehmen. Und die Energie brauchen sie eben, um die Leistung zu bringen. Ja, was können Sie für die Leistung bringen in der Serie gegen den EV-Zug? Und der Eishockey-Chef von Rubrik, der Dino Kessler, natürlich auch gefragt. Ich habe nicht gesehen, dass es so ist. Ob es laut Auswärtssieger gibt, für Zürich wäre das okay. Oder? Aber der Zug muss jetzt auch schauen, dass sie nicht wieder im gleichen Stil fragen, und sie ist immer wieder heim. Zurückhalten spielen, wenn Zürich in der Verteidigung beschäftigt. Ganz anders sieht es aus bei den Lotte Flyers. Die sprühen voller Energie und sind richtig gickrig zum Gewinnen. Wenn es unmöglich ist, erhalten sie die Heizungen und eine Revanche für das Verlorene.